Meine Aufgabe als Kapuziner hier in Salzburg ist, die jungen Brüder zu begleiten, die Novizen, die Kapuziner werden wollen. Und da ist es immer wieder ein neuer Weg mit jedem Einzelnen, denn jeder Einzelne ist ganz unterschiedlich in seiner Art und Weise, Kapuziner zu sein, die frohe Botschaft zu verstehen und zu leben und dann dabei zu sein, mitgehen zu dürfen und zu helfen, dass der Einzelne auch irgendwann eine gute Entscheidung trifft, für das Kapuzinersein oder auch dagegen. Dann habe ich noch Aufgaben in der Seelsorge hier in Salzburg, in der Pfarrei in St. André und in der Provinzleitung in Deutschland. Heute Kapuziner sein bedeutet für mich, für die Kirche zu stehen und für die Kirche so zu stehen, dass die Menschen, die um uns herum sind, und das sind Gläubige und Nichtgläubige, Andersgläubige, dass die Menschen merken, sie sind gewollt und sie haben Raum bei uns. Wir arbeiten vom Jugendzentrum Iglo ungefähr seit 3 Jahren mit Bernd intensiv zusammen. Er ist oft an uns herangetreten, weil er einfach ein Interesse gehabt hat an der Arbeit, an der Jugendarbeit an sich, was wir da machen. Und wir haben ihn dann gebeten, zu uns in den Vereinsvorstand zu kommen, als geistlicher Assistent. Seitdem sind viele Projekte schon entstanden. Also jetzt eben das, was da hinter mir ist, diese Wände haben wir gemeinsam gestaltet. Das war ein Riesenfest bei der Langen Nacht der Kirche, dann die Eröffnung dazu. Der Name war Church of Color, also wir wollten die Farbe, die Vielfalt der Kirche nach außen tragen. Für meine Gottesbeziehung ist besonders wichtig, dass ich diese Spannung zwischen Innen und Außen leben darf, dass ich Zeiten des Rückzugs habe. Und es ist für mich aber auch ganz wichtig und schön, mit Menschen in Kontakt zu sein, zu hören, zu erleben, was Menschen Freude macht, was sie auch erleiden, wo sie ihre Not, ihre Bedürftigkeit haben, und da zu sein, wenn ich gebraucht werde.